Hallo Leute, grüß euch. Es gibt mal wieder Neues von mir. Ich bin gerade ein bisschen dabei, mich mit der ketogenen Diät zu befassen. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal davon gehört, das Dezimieren von Kohlenhydraten mit dem Ziel, die sogenannte Ketose auszulösen. Und da bin ich auf eine interessante Frage gestoßen, die ich heute einfach mal im Rahmen meines YouTube-Channels kurz thematisieren möchte. Die Frage lautet, wie viel Gramm Kohlenhydrate braucht der Mensch eigentlich wirklich? Es gibt da ja die unterschiedlichsten Theorien. Und ich möchte das Ganze einfach mal ganz kurz für euch erläutern, ganz kurz anreißen. Es gibt in unserem Körper sogenannte glukoseabhängige Systeme. Der allergrößte, dominanteste Kohlenhydratverbraucher, der in der Tat sehr, sehr gerne auf Kohlenhydrate setzt und der auch 60-70% des Glucose-Normalverbrauchs umsetzt, ist euer Gehirn, eure Schaltzentrale und damit auch die Einrichtung, die bei unserem Körper Priorität 1 genießt. Die Konstanthaltung des Blutzuckers, die ganze Aktivität von Glucagon, von Insulin und sonstigen stoffwechselbeeinflussenden Hormonen dient dazu, den Blutzucker konstant zu halten, nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu halten, damit eigentlich effektiv die Versorgung gewährleistet werden kann, um damit das Gehirn zu versorgen. Weil wenn das Gehirn mal tot ist, dann geht einfach nichts mehr. Dessen ist sich unser Körper auch bewusst. Wir können ohne Muskelmasse sein, wir können, wir können ohne irgendwelche anderen Sinne oder sonst was sein. Aber wenn unser Gehirn da oben hier einen Macken hat, dann ist Feierabend und das weiß unser Körper. Und darum genießt einfach diese Schaltzentrale allerhöchstes Ansehen. Und es ist tatsächlich so, dass sich unser Gehirn nicht von Fett ernähren kann, obwohl es aus Fettsäuren, aus Lipiden besteht. Wir brauchen dazu Kohlenhydrate. Es sei denn, es sind wirklich absolut keine Kohlenhydrate vorhanden, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die stelle ich euch gleich vor. So, wir haben festgestellt, 60-70% des Glukoseverbrauchs des menschlichen Körpers gehen auf Konto von unserem Gehirn. Man hat jetzt unterschiedliche Meldungen. Zum einen heißt es bei McDonald's in einer bestimmten älteren Studie, dass der Verbrauch bei ungefähr 200 Gramm pro Tag für Gehirn und Muskelaktivität liegt. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage bezieht sich auf das, was unser sogenannter hepatischer Glykogenspeicher in der Lage ist zu speichern, nämlich eine Kohlenhydratmenge von unterschiedlichen Quellen 110 bis 130 Gramm als maximale Füllmenge und dann geht man einfach davon aus, dass das vielleicht diese Menge ist. Man hat auch schon in Untersuchungen festgestellt, dass wenn alles normal läuft, das Gehirn in etwa tatsächlich 120 Gramm Glucose ungefähr pro Tag verbraucht. Das wäre ja ungefähr diese Menge. So, was passiert aber jetzt, wenn ihr die Kohlenhydrate einfach weglasst, wenn ihr sie einfach nicht esst? Würde unser Gehirn tatsächlich Kohlenhydrate essentiell, und das ist der springende Punkt, benötigen, dann würden alle Leute, die länger als, ich sage jetzt einfach mal eine Woche, keine Kohlenhydrate essen, die würden dann sterben am Hirntod oder an sonst irgendwas. Tun sie aber nicht. Was passiert? Ist ganz einfach. Unser Körper lässt sich natürlich was einfallen, um die Schaltzentrale weiter zu versorgen. Er nutzt die Systematik der Bildung von Ketonkörpern. In der Leber wird aus Fettsäuren ein Energieersatzsubstrat gebildet, mit dem unser Gehirn weiter arbeiten kann und weiterlaufen kann. Das Interessante an dieser Sache ist, dass man davon ausgeht, dass 70-75%, gibt auch wieder unterschiedliche Quellen hier, von dem Bedarf unseres Gehirns an Glucose tatsächlich über diese Ketonkörper gebildet werden kann. So, dann bleiben aber immer noch 30-25% übrig. Und angenommen, wir führen wirklich absolut keine Kohlenhydrate zu, also nicht mal die 30 Gramm, die man sogar noch bei der ketogenen Diät erlaubt, selbst dann ist es unserem Körper möglich, den Rest aus der sogenannten Gluconeogenese zu bilden. Das bedeutet, unser Körper macht dann aus Aminosäuren, aus Pyruvat, aus Laktat, aus diesen Substraten Glucose und schießt sie wieder dem Gehirn zu, damit zumindest diese 25-30% dann tatsächlich über Glucose abgedeckt werden können. So,
Jetzt haben wir also in der Theorie eine Restmenge, eine tatsächlich wirklich vom Körper benötigte Endmenge von Kohlenhydraten in Höhe von etwa 30 Gramm. Das ist jetzt unterm Strich das, von was man ausgeht, dass sich die tatsächlich benötigte Menge irgendwo zwischen minimal 30 und 120 Gramm am Tag für das Gehirn, für die Gehirnaktivität bewegt, damit diese Geschichte versorgt ist. Es gibt tatsächlich aber auch Meldungen aus der Wissenschaft, die sagen, Leute, solange der Mensch genügend Protein und Fette zu sich nimmt, braucht er 0,0 Gramm Kohlenhydrate. Und damit wäre der Makronährstoff Kohlenhydrate so oder so schon mal von seiner essentiellen Eigenschaft befreit. Und das ist tatsächlich auch so, liebe Leute. Also, ob es jetzt 30 Gramm sind, ob es 50 sind oder ob es 70 Gramm sind, die ihr an Kohlenhydraten tatsächlich benötigt oder 120. Fest steht, wenn es hart auf hart kommt, dann kommt euer Körper tatsächlich auch ohne Kohlenhydrate aus. Es ist also ein Schwachsinn, dass wir eine bestimmte Menge unbedingt brauchen zum Überleben. Das ist nicht der Fall. Wir müssen all das zusammenpacken und müssen daraus jetzt letztlich dann unsere Kohlenhydratempfehlung oder unsere Kohlenhydrataufnahme auf irgendeine Art und Weise für uns planen. Neben dieser Grundversorgung spielt natürlich auch das Thema Aktivität, das Thema sportliche Betätigung weiterhin noch eine Rolle. Da muss man natürlich drauf eingehen und da kommen dann die Kohlenhydrate dann tatsächlich dominant ins Spiel, wenn es um hochintensive Belastungen geht, weil da kommt der Körper fast nicht umher, einige Kohlenhydrate nochmal mit zu verbrennen, wenn wir uns wirklich im dominant anaeroben Stoffwechsel befinden. Das soll aber heute nicht mehr Thema sein. Heute klarstellende Worte zum Thema wirklicher, echter, essentieller Kohlenhydratbedarf, den es wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gibt. Bis zum nächsten Mal.